Herzlich willkommen zu PUBG. Mit diesem wunderschönen Ausblick starten wir eine neue Runde. Letztes Mal eine lost Runde gehabt, Team aus Versehen gestartet, weil ich davor mit ein paar Kumpels Team gespielt habe und nicht drauf geachtet und ja. So starten wir in die Runde, ne? Wo genau wir hingehen? I don't know. Wir gehen auf die Eisschollen hier in die Hütten. Irgendwo rechts hier. Aufs Schiff gehen wir drauf. Auf den Frachte. Ne, wir gehen in die Zeltstadt und dann gehen wir auf den Frachter. Ich sehe noch keinen, der mitfliegt. Dahinter ist einer, aber der fliegt woanders hin. Hier sollten wir unsere Ruhe haben. Hoffentlich. Okay, 36 kann ich mit leben. Ist nicht das Wahre, aber immerhin etwas. Man kann sich damit verteidigen. Western Rucksack auch direkt gefunden. 2 Helm und eine Nade. Verband. Wichtig und richtig. Das kannst du behalten. Ich würde mal sagen, das war nicht das Optimalste, wo ich gelandet bin. Konsolentechnisch voll am Arsch. Oh, da hat jemand eine Panzer. Ah, der hat auf mich geschossen, der Huch und so. Bruder, lass mich in Ruhe. Wie habt ihr nichts getan? Ja, wahrscheinlich, Digga. Ja, Mann, wahrscheinlich, Digga. Mein Gott, Digga, wie weit sieht er mich denn, ey? Es ist so. Guck mal, die ganze Zeit trifft der Hurensohn nicht. Digga, wo hat er mich getroffen, Digga? Er schießt irgendwo nach rechts, ich war links. Ey, wegen sowas verreckt ich. Junge, Alter. Wie er drauf geschwitzt hat, dieser kleine dreckige Hundesohn, Alter. Ja, und er hatte bestimmt was an. Woher sieht er mich? Wahrscheinlich guckt einer runter, Alter. Ekelhaft sowas. So. Für heute die letzte Runde. Wir machen jetzt nochmal ein kleines, weil 3 Minuten, das muss ich nicht hochladen.
Ach ja, ach ja. Oh, Mirama, Mirama. Da hinten war es gut, da hatten wir unsere Ruhe, aber da gehen wir nicht hin. Ich denke mal, wir gehen irgendwie hier La Corbera rein oder so. Da sind wir wieder so weit weg von der Zone. Oder wir gehen nach El Paso. Na gut, lass nach El Paso gehen. Zum El Paso. Power Gear. Mal gucken. Ja, mal gucken, ob wir die Distanz überhaupt schaffen. Ja, sollte machbar sein. Ich guck, wir schaffen es nicht mal über den Hill. Oder wir gehen hier in den Canyon rein. Uns verfolgt keiner. Da hinten ist einer gelandet. Hier scheint keiner zu landen. Na ja, Gott sei Dank haben wir mal unsere Ruhe. So, Dreiervisier wichtig. Nicht so wichtig. Was wir hier noch so finden, eine Tasche, das ist schon mal wichtig. Skaha, sie macht Ratatata. Okay, lassen wir es. Zweierbeste, ich wollte die zu. Junge, der sammelt jeden Scheiß auf, außer die Zweierbeste. Kreuzchen. Wunderbar. Kann mich nicht beklagen, ne? Beklagen kann man sich ja weniger. Ja, halt! Hier ist ein Viererscope. Ist besser als das Dreier. Angriff. Ah! Ich kann durch Kisten springen. Interessant. Okay, hier ist nichts drauf. Ja, wir sind natürlich nicht in der Zone. Man kennt's. Oh, Dreierbeste, wichtig. Gehen wir mal kurz darüber und gucken, was da ist. Guck noch in das kleine Kabuff hier rein. Zweierhelm. Richtig, Verband. Verband habe ich gesagt. Mit dem Mountainbike können wir wenigstens Richtung Zone fahren. Das wäre wichtig. Zweierhelm, M16. Das ist nichts mehr Besonderes. Gucken, was hier noch so lag. Auch nichts. Na, hör mal, damit kann ich doch was anfangen.
Wobei, wenn ich schon da 100 Schuss habe, passt das so. Ich erkenne nichts. Ach Mann, Alter, du dummer Wichser. Kein sechster Scope leider. Ja, auch nicht. Mal gucken, wo uns das Bike hinbringt. Das gute Bike. Oh, leider muss ich mal so früh aufstehen. Oh, ich bin schon in der Zone. Wunderbar. Wo fahren wir hin? Nein, das bist doch hier. Gucke, dass wir nicht abgeschossen werden. Feier, wie sehr weiter, wer das davon hat, ob er fährt ein Bike da. Ja, nun sehe ich bis jetzt keinen. Noch. Toro liegt auf noch. Ja, bis jetzt kein Sechser Visier. Leider. Das Holz. Ja, nächsten Sandstein, ich dachte, da kommt ein Auto. Energy. Das ist der Energy, der hier rumsteht. Aha. Der witzige hier. Immer noch kein Sechser gesehen.
Ich bin nicht mehr in der Zone, aber nicht weit weg. Uns angehalten, das ist schlecht. Ich wusste es. Ich wusste es direkt, Digga. Er hält an und ballert direkt auf mich, Alter. Jetzt komme ich auch nicht mehr zum Auto. Den tue ich hier nicht. Ja, Digga, geil auf den anders zu huren dort. Ganze Weste für den Arsch, Alter. Ja, okay, Bro. Alter, wenn der nichts anhat, weiß ich auch nichts, Alter. Vor allem wusste er direkt, dass ich da bin. Es ist so lächerlich, Alter. Solche Menschen, Alter, sollten einfach sterben, Alter. Das sind genau solche Menschen, die damals in der Schule gemobbt wurden. Weil, ehrlich, Alter. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Pech gehabt, du Wichser, jetzt musst du laufen, Alter. Bin auch nicht direkt in die Zone laufen da. Jetzt, wo kann ich hinlaufen, Alter? Direkt vor mir so ein anscheinend Gebäude. Oder? Na gut, was anderes bleibt mir ja nicht übrig, ne? Da bin ich in der Zone, da kann ich eventuell eine Zweierweste aufnehmen. Weil die letzten zwei Runden liefen gar nicht, Alter. Wobei die letzte Runde habe ich wenigstens einen Kill gemacht. Und jetzt habe ich wieder so einen Hurensohn, Alter. Der direkt wusste, dass ich da bin, Alter. Mit Quad hochgefahren, angehalten. Er wusste, dass ich da bin. Aber schön. Kann man nichts machen, ne?
Wird ja auch ein Achter, wie sie akzeptieren. Ne? Finde ich auch nicht schlecht. Oh. Wie war das nicht dann? Ah, da oben. Ja, jawohl. Ah, vielleicht treffe ich den. Er hat auf jeden Fall einen abbekommen. Wohin muss ich? Noch weiter ist das Dorf und das selbst weg hier. Da hat er wieder komplett offen. Hinter uns Schüsse oder so, da. Ja, dann ist genau eine Tanke, Alter. Könnte mir nichts Besseres vorstellen. Und da macht ein Auto uns, Alter. Solange er mich nicht aufgegeben hat. Stabil, kommen alle mit Auto. Wieder Auto. Ist halt nicht sicher, Digga. Jetzt sind da überall Menschen. Ich warte, bis die Zone kommt. Nur noch 18. Rechts von uns. Ja. Ich sehe keinen laufen. Direkt das nächste Problem ausgeschaltet direkt. Geil, er tötet den einen, ich töte den einen. Die nächste Zone ist genau am anderen Ende. Kein Auto, kein gar nichts. Doch da steht eins. Und da steht auch eins. Und Zone macht schon Aura, glaube ich. Ich weiß, ja, einer mit Scharfschützen gehört. Er muss ja kommen.
Gucken, ob er hier noch rumhaust. Alter, 6er-Score, perfekt, Alter. Scheinbar tot. Oh, die Zone tut gut weh. Hat so geschafft. Ist mir so egal, ich bleib hier, Alter. Fast tot, ey. Hier war aber auf jeden Fall einer. Oh, perfekt. Ich bin perfekt in der Zone. Alles richtig gut. Ja, weiß auf jeden Fall, dass ich da bin. Nicht lange stecken, die Z-Granate in den Nacken. Alter. Wo ist er denn, Alter? Da. Ich bin jetzt so perfekt in der Mitte, Alter, wo mich beide ficken.
Fuck! Ja, ich konnte nichts machen, Digga. Dieses scheiß Sohn, er hatte so Glück, Digga. Wäre der eine Hedi reingegangen, Alter. Schade, schade, schade. Wieder zweiter, ein Kill. Schade. Wäre noch ein bisschen länger liegen geblieben, Alter. Er wusste nicht, wo ich bin. Ich wollte mich hochhalten und dann angreifen. Fuck! Aber ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Black Boost. Haut rein.